Mit dem schwarz-gelben Kürzungspaket sollen vor allem Erwerbslose, Geringverdiener und Familien die Zeche für die Finanzmarktkrise zahlen. Sie sollen dafür zahlen, dass Banken und Unternehmen mit viel Geld vor dem Zusammenbruch gerettet wurden. Den Mut, Millionäre und Vermögende zur Kasse zu bitten, den hat die Bundesregierung nicht. Wir Linken sagen ganz klar, dass diese Politik ein gefährlicher Irrweg ist. Das schwarz-gelbe Kürzungspaket treibt Armut und soziale Spaltung in Deutschland voran. Gegen diese unsoziale Politik werden wir Widerstand leisten und Alternativen aufzeigen. Die Linke ruft gemeinsam mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen zum Protest auf. Bundesweit und in den Ländern werden Aktionswochen gegen das Kürzungspaket organisiert. Die Kürzungspläne der Bundesregierung können nur durch einen wirklich heißen Herbst gestoppt werden. Der geplante Sozialkahlschlag von Schwarz-Gelb muss verhindert werden.